Da drüben wird gerade eine Titanmine gebaut. Erstaunlich, dass so eine Umweltverschmutzung tatsächlich in Norwegen möglich ist. Aber darum geht es nicht in diesem Video, sondern um diesen Spot. Da ist es abgrundtief im wahrsten Sinne des Wortes. Und da bin ich jetzt zum zweiten Mal gewesen. Beim ersten Mal war ich zur Erkundung des doch recht schwierigen Spots mit meiner typischen Alltagsspinnrute unterwegs, also die ihr auch aus meinen anderen Videos kennt. Nun habe ich meine schwere Spinnrute mitgeholt, Jigs über 100 Gramm und eben eine Grundrute. Die Grundrute hatte ich auch deshalb mitgenommen, weil ich beim letzten Mal hier einen Konger gesehen hatte, der angetrieben kam. Und da dachte ich mir, ich versuch's mal auf diese Fischart. Und möglicherweise gibt es hier auch Längen. Weit über 100 Meter tief ist es hier an diesem Steilabhang. Da wird einem ganz schön mulmig. Vor allem, weil ich aus meinem Fenster von der anderen Seite auch schon einen Wal hier abspringen sehen. Eben hat die Grundrute mal wieder richtig gewackelt. Ja, eigentlich wie noch nie, seit ich hier in Norwegen bin. Ich habe die Grundangeln in Norwegen vielleicht jetzt 4-5 Mal im Wasser gehabt. Und dann auch nur für so 1-2 Stunden. Da hat ab und zu mal ein bisschen was gewackelt, hat vielleicht eine Krabbe oder sowas, aber ich habe damit nicht einen einzigen Fisch gefangen. Wie gesagt, 4-5 Mal, jeweils 1-2 Stunden. Aber erwartet habe ich mir natürlich schon mehr, weil die meisten angeln nur mal mit Naturköder auf Grund. Aber ich habe alles mit Kunstköder gefangen und der Spinnrute vom Ufer. Jetzt hat sich hier heftig was getan. Und dann ist wieder Ruhe. Mal gucken. Köder ab oder vielleicht Schnur abgebissen, weil ich habe Mono drauf, ich glaube 70er oder 80er. Wir werden sehen jetzt. Ne, da ist nichts Tolles dran. Hoppala! Nö. Dann war der Fisch offensichtlich doch nicht so groß, wie er nach dem Biss ausgesehen hat. Dass sich das tatsächlich hat noch entgehen lassen. Den schönen Brockenbrollack. Ganz einfache Paternoster-Montage mit Seitenarm, 100 Gramm Blei. Und halt ein Stück Pollack. Makrele gab es gerade nicht. Wieder zur Spinnrute. Fisch an einem Tiefwasserspot. Ah, und verloren. Ich Idiot. Okay, mal wieder ein Biss auf der Grundrute. Allerdings doch sehr leicht. Das sieht nicht nach einem richtigen Fisch aus. Jetzt gehe ich mal hin. Mal gucken, mal eine Fühlung auf. So klein, so ein kleiner Fisch. Oder? So, die Arme anspannen. Und, oh, ja, doch, das war was Besseres. Ja, ui. Der erste richtige Fisch auf der Grundrute. Ich bin gespannt, ob wir den hier an den Felswänden wegkriegen. Ja, 1000 Stricke sind da. Ich hoffe,
mir reißt nicht ab. Wie gesagt, noch mehr Felswände hier vorne, noch hier Felszacken vorne rausstehend, als ich dachte. Hoch das Ding, der Druck macht den Rest. Ich bin gespannt, was wir haben. Jupp. Die gute alte Karpfenrute hat schon so manchen Wochen gedrillt. Also groß ist nicht, also unter 3 Kilo, schätze ich. Naja, ein Fisch halt. Ein Längel. Naja, den wollte ich ja fangen. Oder ist ein Längel oder ein Lump? Ein Längel, schön. Den wollte ich. Jetzt ruhig 2 Meter größer sein können oder zumindest 1 Meter. Aber naja, das erste Mal Längel. Jetzt ist es ein Dorschartiger an dem Faden hier. Und mein erster Längel. Der erste Fisch überhaupt auf Grund. Okay.